Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wieder die Berichte aus aller Welt. Die Honigmann-Nachrichten vom 27. Juni 2014 mit der Nummer 373. Geschichte. Alexander der Große kam auf seinen Feldzügen bis nach Indien. Er allein, ohne Navi. Eine der militärischen Herausforderungen des Alexanderzuges lag in der logistischen Umsetzung. Die Armee musste in der Lage sein, die anvisierten Ziele zu finden, noch schwieriger die Versorgung der Mannschaft im fremden, unwirtlichen Gebiet mit Proviant und Wasser. Dazu waren nicht nur Transportkapazitäten, sondern vor allem umfangreiches Wissen über die Beschaffenheit der eroberten Länder und die vorhandenen Verkehrswege nötig. Doch Alexander war gut vorbereitet. Neben Soldaten hatte er auch eine ganze Reihe von Wissenschaftlern mit auf seinen Zug in den Osten genommen. Botaniker, Astrologen und Geographen. Welt. Viele Gelehrte für historische Entwicklungen neigen dazu, einen neuen globalen Krieg als einen riesigen Einsatz militärischer Mittel zur Verfolgung von Niederlagen, Zerstörung oder Unterwerfung konkurrierender Gegner zu sehen. Zwar können die Aussichten eines solchen unheilvollen Szenarios gewiss nicht ausgeschlossen werden, doch gibt es Gründe zu glauben, dass der viel diskutierte Dritte Weltkrieg von einem anderen Typ sein könnte. Mehr Klassenkrieg als internationaler Krieg. In diesem Licht gesehen ist der Dritte Weltkrieg bereits hier, er tobt seit Jahren. Der einseitige, grenzüberschreitende neoliberale Krieg mit Sparwirtschaften, der von der übernationalen Klasse der finanziellen Oligarchie gegen die überwältigende Mehrheit der Bürger der Welt, den globalen 99%, geführt wird. Welt. Der technische Fortschritt ist unaufhaltsam. Nach Smartphone kommt jetzt Smart Home und Internet der Dinge. Mehr und mehr Gegenstände aus unserem Alltag werden in Zukunft WLAN steuerbar und online vernetzt sein. Hacker werden in Zukunft unsere Haustüren und Fenster öffnen können, Haushaltsgeräte an- und ausschalten und so weiter. Diese wenig beruhigende Aussicht wurde von den VS-Sicherheitsexperten geäußert, die Bloomberg zum Thema Smart Home Sicherheit interviewte. Washington DC. Mitten in der Fußball-Weltmeisterschaft veröffentlichte der IWF erneut ein Papier, in dem es um die Teilenteignung von Finanzvermögen geht. Bei allen Bedenken hinsichtlich Sparbüchern, Bausparverträgen, Lebensversicherungen sollte man jedoch bedenken, dass Millionen Menschen in Deutschland ohnehin keine Geldreserven haben, die dafür herangezogen werden könnten. VSA. Für Mike Meloni ist das Währungssystem nichts als korrupt. Gold und Silber hätten sich über Jahrhunderte hinweg als ehrliche Währungen erwiesen, doch sind es die unehrlichen Währungen, die wir tagtäglich nutzen. London Welt. Auf 180,1 Tonnen Gold schätzte HSBC die Goldnachfrage der Zentralbanken in den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres. Die britische Investmentbank beruft sich auf Daten des IWF. Na klar. VSA. Am 25. Juni wurde ein endgültiger Wert für das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts der VSA bekannt gegeben. Dieser beträgt nicht die Wachstumsrate von 2,6%, wie im Januar prognostiziert, sondern ein Absinken des Bruttoinlandsprodukts um minus 2,9%. Die negative Wachstumsrate von minus 2,9 selbst ist bereits eine Untertreibung. Dieser Wert wurde erreicht mittels Unterbewertung des normalen BIP mit einem abgeschwächten Maßstab für die Inflation. Bitte selber weiterlesen. New York City. Zwei führende Organisationen, zu deren Aufgaben der Schutz von Interessen der VS-Geschäftskreise gehört, bereiten eine Erklärung vor, die Washington vor der Verhängung neuer Sanktionen gegen Russland warnt, meldete die Agentur Bloomberg. Quito. Nach langen Diskussionen hat Ecuadors Parlament Dienstag mit großer Mehrheit ein neues Wassergesetz verabschiedet. Es verbietet wegen der Bedeutung des Wassers für Leben, Wirtschaft, Umwelt alle Formen der Privatisierung. Ebenso wenig kann Wasser Gegenstand kommerzieller Vereinbarungen der Regierung mit anderen Regierungen
multilateralen Abkommen, privaten, internationalen oder nationalen Unternehmen sein. Wasser ausschließlich öffentliches Gut. Und das sollten die Menschen langsam anfangen zu verstehen. Tripolis. Bei der Parlamentswahl in Libyen hat es nach offiziellen Angaben eine äußerst niedrige Beteiligung gegeben. Wie die Wahlkommission mitteilte, gaben Schätzungen zufolge 630.000 Menschen die Stimme ab. Wahlberechtigt waren mehr als fünfmal so viele. Irak. Extremisten der ISIS oder ISIL haben auf den von ihnen kontrollierten Territorien eine 250 US-Dollar hohe Steuer für Ungläubige eingeführt, teilte die iranische Menschenrechtskommission am Donnerstag nach Angaben des Radio Vatikan mit. Syrien, Irak. Irak, Syrien, Afghanistan, die USA stehen im Nahen Osten vor einem Scherbenhaufen. Wohl kaum ein deutscher Journalist kennt die Region so gut wie Peter Scholatour. Über die Region und den Einsatz der Amerikaner dort erzählte er im Exklusivinterview für die Stimme Russlands. Steht das Land vor einer Teilung? Ja, die ist praktisch vollzogen. Dass Syrien und Irak in den früheren Grenzen wieder entstehen, kann ich mir schlecht vorstellen. Das Gerede darum ist Wunschdenken. Russland. Der russischen Industrie stehen große Veränderungen bevor. Äußere und innere Faktoren haben die Regierung dazu veranlasst, sich über die Substitution von Importen Gedanken zu machen. Nun sollen den Worten auch Taten folgen. Moskau. Russland hat seinen letzten Satelliten für die Ortung von Raketenstarts verloren, schrieb die Zeitung Kommersant, unter Berufung auf Quellen im Verteidigungsministerium. Moskau, Westen. Der vom russischen Präsidenten Putin initiierte Verzicht auf einen Militäreinsatz in der Ukraine hat vorerst keine Wende in den Beziehungen mit dem Westen gebracht, stellte die Zeitung Kommersant Donnerstag fest. US-Präsident Obama und der britische Premier Cameron haben in einem Telefonat Putins Initiative positiv, aber eher zurückhaltend eingeschätzt. Russland, Ostukraine. Der Grenzdienst Russlands hat einen ukrainischen Bericht dementiert, wonach russische Grenzsoldaten eine Gruppe der Volksmilizen aus dem Osten der Ukraine beschossen hatte. Brüssel, Kiew. Trotz russischer Maßnahmen zur Deeskalation hält der Westen seine Drohkulisse im Ukraine-Konflikt aufrecht. Die NATO-Außenminister forderten am Mittwoch von der Moskauer Führung weitere Signale der Zusammenarbeit. Der Föderationsrat in Moskau hatte zuvor die Vollmacht für Präsident Putin zum möglichen Einmarsch in die Ukraine aufgehoben. Putin selbst stellte einen entsprechenden Antrag. VS-Außenminister Kerry nannte dies in Brüssel einen wichtigen Schritt. Aber er könnte in 10 Minuten rückgängig gemacht werden. Jeder weiß das. Ein wirklicher Fortschritt wäre etwa, wenn Putin öffentlich die Separatisten auffordern würde, die Waffen niederzulegen. Na klar, damit sie ihr Recht bekommen. Seine Diplomaten zur Mithilfe bei der Räumung besetzter Gebäude anwiese oder Verhandlungen mit der Ukraine organisieren würde. Dumm, schwallerte Kerry. Genau so ist es. Solange es solche Schritte nicht gäbe, bereiteten die USA schärfere Sanktionen gegen Russland vor. Das kommt mir alles irgendwie bekannt vor. Das Spiel geht schon so viele Jahrhunderte so. Die NATO verlangte von Moskau blöd monoton ein Ende von Waffenlieferungen an Separatisten in der Ostukraine. Ostukraine. Die ukrainischen Militärs haben im Gebiet Donetsk ein neues Bataillon gebildet, das den Namen Schacht-Jorsk trägt, teilte der Befehlshaber des Bataillons Ornitschenko mit. Er erklärte, dass es aus Soldaten besteht, die bereits an Kampfhandlungen gegen die Volkswehr teilgenommen haben. Ostukraine, Donetsk. Kämpfe in der Ostukraine zwischen den Volksmilizen und den ukrainischen Sicherheitskräften dauern trotz Waffenruhe an. In Donetsk liefern sich die Volkswehr und die Kiewer Nationalgarde einen erbitterten Kampf. Kiew, EU. Die Ukraine rechnet damit, dass am 1. Januar 2015 zur Visafreiheit mit der EU übergehen zu können, wie der ukrainische Präsident Poroschenko am Donnerstag in Straßburg vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates sagte. EU, Russland. Obgleich die Stimmung im Westen betreffend Wladimir Putin unterschiedlicher kaum sein könnte,
begreifen inzwischen sogar Kritiker, dass er vernünftiger handelt als Merkel und Obama. Laut unserer Umfrage stehen zudem 49% hinter Putins politischem Kurs. Mitnichten verwunderlich, denn gewisse Ungereimtheiten werden zunehmend offensichtlicher. Sogar etablierte Medien schalten teilweise einen Propagandagang zurück. Teilweise. Das seitens der VSA geschaffene Feindbild Wladimir Putin bricht dank dessen weitsichtiger Geduld zusammen. EU-VSA. Die VSA drohen Europas Großbanken mit Milliardenstrafen. Die VSA. Wegen angeblicher Verstöße gegen VS-Embargos soll die französische Großbank BNP Paribas bis zu 9 Milliarden Euro zahlen, könnte das gesamte Bankensystem erschüttern. Wann wehrt sich die EU? Beim letzten EU-Gipfel gab es schon vertrauliche Gespräche zwischen Frankreichs Präsident Hollande und VS-Präsident Obama. Offenbar haben sie nicht gefruchtet. Die Milliardenstrafe rückt näher. Und was macht die EU? Nichts. Bis auf eine folgenlose Erklärung des französischen Binnenmarktkommissars Barnier ist nichts passiert. Dabei ist das VS-Vorgehen unter Partnern inakzeptabel. Brüssel. Georgien aufnehmen und in einen Krieg mit Russland schlittern? Bitte nicht, sagen einige NATO-Partner. Dieser Beitritt ist ihnen dann doch zu heiß. Jetzt ein Land aufnehmen, das unmittelbar an Russland grenzt, wäre der Provokation zu viel. Beim Gipfel in Wales wird es nicht um einen Fahrplan für einen NATO-Beitritt Georgiens gehen, sagte der NATO-Generalsekretär Rasmussen in Brüssel. Ungarn. Nach der Parlamentswahl am 6. April hat sich Ungarn endgültig zum Sorgenkind in der EU avanciert. Die EU ist offensichtlich keine Wertegemeinschaft für den zum dritten Mal gewählten Ministerpräsidenten Orbán, sondern eine nützliche Finanzierungsquelle für Ungarn. Orbán beweist immer wieder, dass er sich nicht um die europäischen Richtlinien und Konventionen schert. Gott sei Dank. Zypern. Nach Irland, Griechenland, Portugal ist auch Zypern die Rückkehr an die Finanzmärkte geglückt. Dabei stieß das gebeutelte Euroland bei Investoren am Mittwoch auf reges Interesse. Die Regierung in Nikosia bot rund ein Jahr nach der Zuflucht unter den Euro-Rettungsschirm einen 5-jährigen Bond für 750 Millionen Euro mit einer Rendite von 4,85% an. Damit muss das Land allerdings mehr versprechen als zuletzt Portugal oder Irland. Polen. Mehrere Umfragen und Analysen zur wirtschaftlichen Situation Polens zeigen an, dass prekäre Lebensverhältnisse und Armut sich weiter ausbreiten. In Polen arbeiten nur noch knapp 15 Millionen Menschen, über 2 Millionen offizielle Arbeitslose. Folge: Warteschlange nach Plunder wie zu Zeiten des Kommunismus. EU-BRID. Die EU weist die Vorwürfe der Bundesregierung im Streit um die Ökostromförderung zurück. Deutschland hätte schon bei der Eröffnung des Verfahrens auf die Bedenken der EU reagieren können. Die EEG-Umlage auf Importstrom verstößt der EU zufolge gegen die Regeln des Binnenmarktes. Halleluja! Berlin. Die Bundesregierung will die Streikmöglichkeiten von kleineren Gewerkschaften für einige Berufsgruppen einschränken. Spartengewerkschaften für Lokführer, Piloten oder Klinikärzte protestieren gegen die Pläne. Sie fürchten um ihre Rechte bei Lohnforderungen. Berlin. Berlin ist eine lebensgefährliche Angelegenheit. Laut leitendem Oberstaatsanwalt sind trotz Verurteilung vor Gericht wegen schwerer Straftaten 1.464 Straftäter nicht hinter Gittern, sondern harren irgendwo in der Freiheit der Dinge, die da nicht kommen. Der Berliner Volksverräter oder die Berliner Volksverräter sind da nicht mit eingerechnet. Köln. Auch das Bundesamt für Verfassungsschutz will soziale Medien in Echtzeit überwachen, um aus den Nachrichten Rückschlüsse auf Verbindungen unter den Teilnehmenden der Kommunikation zu ziehen. Dies berichtet der aus dem Projekt Geheimer Krieg hervorgegangene Rechercheverbund der aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Demnach plane der Inlandsgeheimdienst den Aufbau einer neuen Referatsgruppe. Insgesamt seien 75 Vollzeitstellen anvisiert. Die haben nichts zu tun, als sich um so einen Mist zu kümmern. Stuttgart.
Laut dem Verfassungsschutz des Landes Baden-Württemberg hat Scientology das Gebäude an der Heilbronner Straße 69 erworben. Scientology streitet dies ab, der Verfassungsschutz hat seine Einschätzung aber nicht widerrufen. Der vermutete Kauf treibt den Bezirksbeiräten von Stuttgart-Nord die Sorgenfalten auf die Stirn. Am Montagabend schlug der Fraktionssprecher der Grünen Wörle vor, mit einem Antrag des Bezirksbeirats darauf zu reagieren. Gerade die Lage des Gebäudes gefällt Wörle ganz und gar nicht. Ich habe die Befürchtung, dass Scientology sich eventuell auf dem Bürgerhospitalareal einkauft, sagt er. In einigen VS-Kleinstädten habe Scientology nach und nach Gebäude aufgekauft, alles andere verdrängt. Stuttgart. Seit Dienstag stehen die beiden Polizeibeamten Fees und von Matzenbach-Barth vor dem Stuttgarter Landgericht, angeklagt wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt in 6 Fällen. Bemerkenswert, denn am 30. September 2010 waren sie dafür verantwortlich, dass Wasserwerfer der Polizei gezielt mit unzulässigem Wasserdruck und teilweise in Kopfhöhe gegen zahlreiche Demonstranten in Stuttgarts mittlerem Schlossgarten vorgingen. Ergebnis: rund 400 Verletzte, davon 4 Schwerverletzte, einer ist heute fast erblindet. Bemerkenswert auch, dass die Anklageschrift kein Wort über die Tatsache enthält, dass Wasserwerfer auch auf Demonstranten zielte, die auf Bäumen saßen. Offensichtlich, um sie von dort herunterzuholen, offensichtlich unter billigender Inkaufnahme von dabei entstehenden Verletzungen oder schlimmeren. Ja, der Mensch ist halt hier nichts wert. Wieder mal festgestellt. Die gute Nachricht: Professor William Bengston erforscht seit 1971 die Mechanismen der Geistheilung, hat als Wissenschaftler die dabei freigesetzten Energien empirisch nachgewiesen. Auf der Basis seiner Forschungen entwickelte er ein System, bei dem er nahezu 100% Heilungsquote bei Erkrankungen gleich welcher Art bewirken konnte. Bei seinen experimentellen Studien mit Mäusen, die er unter wissenschaftlichen Laborbedingungen an über 300 Versuchstieren durchführte, konnte er mit der Cycling-Methode eine reproduzierbare Heilungsquote von maximaler Effizienz erreichen. Mehr noch, wer erst einmal geheilt ist, ist sein ganzes Leben immun. Und nun noch etwas von Robert Beetz zum Wochenende. Du kannst weit, weit mehr aus deinem Leben machen, als dein Verstand es sich vorstellen kann. Das Leben unserer Ahnen war für die meisten voller Mühsal. Für sie ging es meist nur ums Überleben. Diese Erfahrungen und ihre Gedanken über das Leben stecken noch in unseren Zellen. Jetzt beginnt für die Menschheit in ein neues Zeitalter. Jetzt beginnt für die Menschheit ein neues Zeitalter und es beginnt im Inneren des Menschen, in seinem Bewusstsein. Öffne dich für den Gedanken, dass das Leben hier wunderbar, erfüllend und segensreich sein kann und du es genießen darfst. Du bist nicht auf der Erde, um irgendwie über die Runden zu kommen, es auszuhalten oder die Rente zu erreichen. Du bist hier, um als bewusster Schöpfer in das Beste, Schönste, Erfüllendste aus deinem Leben, aus den Möglichkeiten, dem Potenzial zu machen, das du mitgebracht hast, von dem du dir nicht vorstellen kannst, wie groß es ist, in der liebevollen, wertschätzenden und freudvollen Gemeinschaft mit deinen Mitmenschen. Dieser Weg führt aber nur über die Weisheit und Liebe deines Herzens, in dem alles vorhanden ist, was du für ein glückliches Leben benötigst. Es will dir dein Top-Navigator sein in dieser Zeit des großen Wandels. In diesem Sinne wünsche ich allen ein wunderschönes, warmes Sommerwochenende. Bedanke mich fürs Zusehen und fürs Zuhören und verbleibe wie immer eure Conny, die Biene vom Honigmann. Und tschüss, viele Grüße an alle.